Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox und heute spielen wir direkt nach dem Release Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall. Ein Action-Adventure im Warhammer-Universum. Ob der was bringt und ob der seinen langen Namen Ehre macht, nach dem Intro ist los. Bis gleich. Wir befinden uns quasi mitten in der Dunkelheit, voller Knochen und Gebeine. Es dreht sich um Warhammer, Age of Sigmar, Tempest Fall. Warum es diesen langen Namen gibt, ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so bewandert in der Warhammer-Lore. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was das Spiel so bringt. Sehr gespannt. Zu den Einstellungen. Ich muss das Super Sampling ziemlich weit runtergehen, um diese Grafik hier akzeptabel laufen zu lassen. Des Weiteren gibt es nicht viel, was relevant ist. Für den Komfort kann man ja alles wegmachen. Bei mir bin ich es ja gewohnt. Ich brauche das nicht. Ich habe keine Motion Sickness. Tutorial machen wir natürlich durch. Sprache Deutsch, Bewegung. Eine Mischung aus freie Bewegung und Teleportation fand ich als sehr sinnvoll, gerade wenn man stecken bleibt. Aber das werden wir ja dann sehen. Wir machen ein neues Spiel. Geschichtsmodus und dann sehen wir gleich das Intro. Ja, los geht's. So, wir sind im Spiel. Finde einen Weg zum Lager deiner Waffenbrüder. Ich hab mir gedacht, also ein bisschen Untertitel wäre nicht schlecht gewesen. Aber machen wir es halt ohne Untertitel. Und dann sind wir schon mitten im Tutorial. Werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Die Hand sieht zum Beispiel sehr gut aus mit den Index-Controllern. Auch die Grafik werden wir gleich nochmal besser beleuchten. Aber ich muss sagen, ja, warten wir erstmal. Also, Haltegrip gedrückt, um deine Waffe zu benutzen. Easy. Halte A gedrückt, um danach zu greifen und deine Waffe zu wählen. Okay, wir haben also ein Inventar und eine Auswahl von verschiedenen Waffen. Ein Stab. Ah, ich bin eher so der Schwerttyp. Okay. Ma'am! Wir haben es hier mit einem Action-Adventure zu tun. Warhammer ist eigentlich für seine Strategie-Spiele bekannt. Bis auf Vermintide. Was ja ebenfalls so ein Shooter-Action-Adventure. Oh, oh, oh. Komm schon. Nicht schwächen, Alex. Schön parieren. Achso, was da drauf steht. Ah, ihr habt das jetzt geskippt. Wir haben hier so ein Blitzen, das indiziert den Punkt des Parierens. Wir können also parieren, hat man ja gesehen. So, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, ergreife die Brustkörbe und Köpfe der Skelette der Knochenhorde und reiße sie auseinander. Wir nehmen uns den Kopf, Olaf, und reißen ihn ab. Möchtest du das Zepter überspringen? Natürlich nicht.
Halte Trigger gedrückt und schwinge deine Waffe horizontal nach links und rechts, um zu zaubern. Schwinge den Ätherstab horizontal, um eine stufenförmige Blitzwand zu erschaffen, die den Boden trifft und Feinde Schaden zufügt. Also halte Trigger gedrückt und schwinge davon horizontal von links nach rechts. Von links nach rechts schwinge die Ätherstab horizontal. Brauche ich eine andere Waffe? Ach, Trigger. Nicht Grip. Aber wahrscheinlich. Brauche ich eine andere Waffe, oder? Halte Trigger gedrückt und schwinge deine Waffe von horizontal nach links. Um zu zaubern. Schwinge den Ätherstab horizontal um eine Stufe. Also, ich glaube, das ist auch eine bestimmte Waffe. Aber. Ja. Also, einen Zauberstab haben wir hier. Okay. Wir sollen mit anderen Waffen. Hier, den da zum Beispiel. Nee. Also, wir brauchen hier den hier. Halte Trigger gedrückt und hebe deine Waffe nach oben über den Kopf, um zu zaubern. Hebe den Sturmstab nach oben, um die Blitzwelle zu beschwören, die den nächstgelegenen Feind angreift und auf andere Feinde überspringen lässt. Und hebe den Waffe nach oben. Es müsste ebenfalls eine andere Waffe sein. Die hier, okay. Komm schon, was ist los? Ah, okay, im Zuge des Druckdrückens nach oben. Okay. Dann haben wir das Schwert noch, hat ebenfalls eine Zauberkraft. Halte Trigger gedrückt und steche mit deiner Waffe nach vorne. Stoße mit einer Stummklimme zu, damit fürs Arcanum in die Angriffsrichtung springt. Sich durch Feinde bohrt und beim Auftrag schweren Schaden zufügt. Schwert. Made it. Aha, okay. So dann. Das geht aber gut in die Arme. Ich hoffe, es leckt nicht zu arg. Das sehe ich ja immer im Nachhinein. Aber ich glaube, das müsste passen. Mit den Einstellungen. Aber es sollte eigentlich passen. Also, wir haben bis jetzt drei Waffen zur Auswahl. Zur Grafik nochmal. Also, in entsprechenden Einstellungen finde ich die Grafik top. Auch ohne wirklich Stuttering oder Lagging. Klar, man könnte es doch weiter höher treiben, wie bei jedem Spiel. Aber so läuft es, denke ich mal, für mich optimal. Vielleicht ist ja noch ein bisschen Feintuning möglich. Aber an sich... Ja, man könnte... Vielleicht noch ein bisschen weiter runtergehen. Um ein bisschen Headroom zu erzeugen. Sollte aber passen. Wir schauen einfach mal. Wir gehen jetzt... mitten ins Geschehen rein. Wir haben natürlich, wie gesagt, unter Schwert. Wir können, glaube ich, manche Dinge greifen, aber nicht alles. Wir sind ziemlich groß. Kommt nicht mal runter zu den Totenköpfen. Das ist mir bewusst, bei Warhammer sind die Kreaturen und Gestalten und vor allem die Helden ziemlich groß. Aber schauen wir mal. Was noch so erwartet? Halte A gedrückt und führe mit deiner Hand eine Stoßbewegung aus, um einen Arkanblitz auszulösen. Aha, okay. Geht es auch mit beiden? Jawohl, ja. Also es gibt viele Möglichkeiten. Seinem Ziel, beziehungsweise den Gegnern, zu nahe zu treten. Halte Grip und... drücke die Taste. Aha, okay. Das Gitter geht auf. Physics sehen auch gut aus. Kann man nichts sagen. Geister.
Boah. Ja, viele Möglichkeiten. Ja, wir probieren mehrere Waffen aus. Ja, das ist auch nice, die Blitzattacke. Ja, man kann so seinen eigenen Fighting-Style herausfinden. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich mache. Ich bin jetzt nicht so der Zauberer. Nehmen noch kurz zu. Genug geredet, okay. Also ich denke mal, für mich persönlich würde ich erstmal mit dem Schwert weitermachen. So. Das könnte einer von uns sein. Der kämpft mit Skeletten, Knochenhorden. Den helfen wir jetzt mal geschwind. Bis jetzt weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, ob das wirklich viel Action bietet. Aber ich denke mal, für den Anfang ist das immer ein bisschen, ja, human, um den Spieler nicht zu erschrecken. Necroquick seems to be waking even remains of ancient beasts. Okay, wir sind also gezwungen, diesen Weg zu gehen. Was ist das? Wirk und halt sammle Objekte einzusammeln. Muss ich da dahin gehen? Wie macht er es? Ja, das highlighted. Ah, okay. Und jetzt? Großer Sigmarit-Erz. Ob wir upgraden können? Weil ich habe schon gesehen, wenn man hier ins Menü geht, wir haben hier was wie, sowas wie Ressourcen. Sehen wir dann. Ziemlich dunkel hier. Ich höre ihn. Den Dude. So ein bisschen Licht werden nicht schlecht. Können wir hier ja, ein bisschen die Waffenauswahl ist ein bisschen komisch. Wahrscheinlich ist einfach jetzt nur die Tür aufgegangen. Wir müssen da gar nicht lang. Würde mich auch wundern, weil es ziemlich dunkel war und wir keine Möglichkeit haben aufzuhellen. Juch! Why does your assistant return to Wazir? I must find the others and quickly. This should get me a cross. Halte Grip gedrückt und klettere hoch oder benutze das Kletterbereich Überspringen-Symbol in der Nähe. Ah, eine Testpuppe. Das heißt, wir können. Ja, er macht's nicht. Ah, muss richtig schwingen. Irgendwie. Werden wir schon herausfinden, aber erstmal machen wir hier diese Sklaventreiberei ein Ende. Gib mir den Donner. Wie? Okay, also müssen wir da rein. Let's fucking do this. Ah, das kennt man von diversen anderen Kletterspielen, die diese Klettermechanik in VR nutzen. Und zwar, VR, wie heißt es? Canyon VR? Canyon VR. Jetzt haben wir Skills. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Mit einem Arm. Ja,
Wie sagen wir so schön? Easy. Ich glaube, wir halten jetzt erstmal diesen. Was ist das? This place sold? Let me get a look at you. Was? Was hat er gesagt? Ein. Irgendwas mit dem Schwert. This is someone's memory. A cruel death in a cruel time. Ach, Soul, nicht Sword. May you find peace. Und das hatten wir jetzt. Oh je, der Arme. Oh, der Arme. Der hat uns gerufen. Nee, der Ruhe. Das davor. Dieser Riesenschädel. Das war, glaube ich, Sigma. Der Name, wie wir heißen, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall beten also in die so eine Gottheit an. Und wir wurden wahrscheinlich dann geschickt, um das Land wieder zu bereinigen. Würde ich sagen, jo! Kaputt! Schwinge deine Waffe, um die Ketten zu zertrennen. Jo! Okay. Alles Knochen und Gebeine. Und ein Grafikfehler. Alles dabei, was das Herz begehrt. Halte Grip gedrückt, um das Tor hochzuheben. Mehr geht nicht. Nimm die Fackel. Du kannst sie erneut im Gegenstandsauswahlmenü unter A wählen. Ah, Licht. Na also. Dann haben wir wahrscheinlich. Okay, das heißt, wir können. Ja. Beide Hände nutzen. Da würde es mich interessieren. Ah, wir können nicht mehr zurück. Sonst hätte ich die dunkle Kammer mir nochmal angeschaut. Holz brennt. Weiß man ja. Dementsprechend können wir da durch. Ist es dunkel hier. Und ich höre sie schon wieder. Die Mistviecher. Da ohne. Warten sie. Massakriert zu werden. Helfen, parieren hinbekommen. Bin jetzt. Kennt man ja von Skyrim, dass ich im Parieren eine kleine Lusche bin. Hier wird es aber ein bisschen besser angezeigt, immerhin. Drücke Grip, um nach der Leitschiene zu greifen und dich durch die Öffnung zu ziehen. Man kann also viel, viel Aktives machen. Ja, anstatt durchzulaufen, muss ich mich da jetzt also mühselig durchschieben. Ich meine, ist zwar ein tolles Feature. Hat man aktiv was zu machen, finde ich gut. Ich habe immer sowieso das Gefühl, dass nach jedem neuen. VR-Release immer eine neue Technik dazu kommt. Die Leute machen sich echt Gedanken, VR noch immersiver zu machen. Halte Trigger gedrückt und führe mit deiner Hand eine Stoßbewegung aus, um einen Arkanblitz auszuüben, um die Wand zu zerstören. So. Ja, das hatten wir schon mal. Das Schwert könnte eigentlich ein bisschen länger sein. Übrigens. Ein bisschen kurz. Wenn wir so nah rangehen. Oh, ein Riesenschädel. Den möchte ich nicht erleben. Bloß die Mitte des Raumes. Oh oh, keine Zeit. Grant me strength. Hier, glaube ich.
Ich will parieren. Ja, läuft und spielt sich echt angenehm flüssig. Ich bin positiv überrascht, doch. Frage ist, wie lange geht der Spaß? Solche großen Titel sind jetzt nicht unbedingt wahnsinnig lange. Machen wir auch, also entweder nicht wahnsinnig lange oder recht monoton. Das müssen wir herausfinden. Okay, einen Weg zurück gibt's auch nicht. Aber es hat so ein auf jeden Fall ein. Wow! Oh. Hat auf jeden Fall ein Wormetide-Feeling. Hatte Gypgetrick und klettere hoch oder benutze das Kletterüberspringen-Symbol. Klettern tun wir natürlich. Alter Grip drückt. Ah, hier an diesen. Okay. Easy. Gefällt mir. Hat wieder was von Canyon VR. Will sich wahrscheinlich ein paar Features abgeguckt. Ob es einen Fallschaden gibt, werden wir jetzt erstmal nicht herausfinden. Jemand können wir da drauf stehen. Hallo Odin. Okay. Geht automatisch hoch. Irgendwann. Wir entfernen uns den Place. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das lasse ich mal dahergestellt. Oh, ich sehe es kommen. Irgendwas Großes wird uns erwarten. Und hier? Nichts. Schwarz. Also ein bisschen Loot hat gefehlt. Okay. Er ist wütend. Ich muss das mit dem Parieren besser hinbekommen. Oh, mein Pulli rutscht hoch. Moment. Ich bin noch nicht ready. Wrathful than usual. Beim nächsten Mal werden wir eine andere Waffe ausprobieren. Aber. Oh, 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 oh! Was weird. Ziemlich weird. Sagt er. Pulli. Sabotiert mich. Ein bisschen mehr erwarte ich schon. Sitzt noch nicht so der Renner. Irgendwas fehlt mir. Es hat so einen langsamen, klebrigen, zähen Start, meiner Meinung nach. Nein! Puh.
I was too late. Puff. By Sigma. Even if I have to walk this wretched realm alone, I will free all of you. Der hätte uns eh fertig gemacht. I can cross into the city through the wreckage. The only way is forward. Noch eine Seele? Nee, achso, Ausgang. Sturmgeschmiedete Lager Deadheim. Okay. Ist das Styx? Der Fluss zwischen Unterwelt und Jenseits? I'm near the port. There oder so? Be a temple to Sigma nearby. Finde einen Weg zum Lager deines Waffenbrüder. Deiner Waffenbrüder, sorry. Trete deinem Team wieder bei. Das sind aber Skelette. Gefällt mir gar nicht. Boah. Das sieht schön aus. Mag zwar kein Grün, aber diesmal cool. Okay. Dann nehmen wir mal den Stab. Der Stab der Bestrafung. Kann man mit dem Stab nicht schlagen? Doch. Schön aus der Ferne klatschen. Bleibt auf dem Boden. Bom, bom. Läuft. Noch welche. Okay. Kommt man sich schon vor wie so ein Riesenmagier? Priester, wie auch immer. Was ist das? Ein Moment. Ein Buch. Sturmgeschmiedete Ewige Teil 1. Bücher. Okay, ob das irgendwie was bringt oder ob das nur Achievements sind. Easter Eggs. Sachen finden. Sehen wir dann. Oh, wunderschönes Schiff. Da geht's auch raus. Zu Gisemur. Wir können also mehrere Orte besuchen. Die hohe See, bedrohlich und wunderschön zugleich. Und ein Palast. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Also warum die selber jetzt nicht die Skelette umgelegt haben, das weiß ich auch nicht. War jetzt nicht so die Schwierigkeit. Aber was soll's. Hallo! Lord Arcanum Stormscry, yes? Welcome to Dreadheim, okay. My lord. Baelzir, am I glad to see you? Was it you causing the blast out there? Is anyone? They have fallen to the very magic we were sent to put an end to. I have never witnessed a spell so revolting. Our comrades' souls were taken, and I was too late to stop the wizard responsible. That's... I have no words. I'm only glad you were unharmed, my lord. A few of us stayed behind to secure the camp. It's in the temple right up the stairs. Have a look around for any supplies left in the wake of the attack. And join us there, please. Be wary of any stray undead skulking around. Jo, ein paar realer Schritter da drauf. Danke. Männer und Frauen. Weil die Rettung ist da. Oder ist doch eine Frau. Mit Brüste. Dicke Frau. Dünne Frau. Alles dabei. Liberator, dass man da die Klassen seht. Okay. Was haben wir hier? It's Hammer Time!
Opula. Also können uns Sachen nehmen, aber was das für ein Zweck hat, die Kerze nehmen? Nein. Waffen? Okay. Aber keine götterwürdigen Waffen. Aber dafür Wachen. Armbrüste. Oh, die bewachen was sehr Großes. Mal kurz die Modelle nochmal genauer anschauen. Denn diese Arbeit muss man auch würdigen. Raptor. Geiler Name. Ja, ich denke mal, die Warhammer-Fans kennen diese Modelle schon. Kennen die Einheiten von den Strategiespielen. Der Sound ist auch schön bedrohlich. Gefällt mir ebenfalls. Warhammer hat ja immer so einen düsteren Look gehabt. Da ist kein Platz für Spaß. Von daher passt das Setting schon optimal dazu. Liberator, der Schild. Aha, wahrscheinlich der Heeresführer. This place is still somewhat intact. Aha. Dann gehen wir mal da durch. Hallo? Ah, es ist schwer. Wow, das ist riesig. Das ist ziemlich riesig. Hätte ich nicht gedacht. Sunsight, Vanguard okay. Raptor at your service. Cantaria Mithras, Liberator at your service, oh. Lord Arcanum. Ich bin Lothar. Sequitur at your command. Nathaniel. I will honor your loyalty. Malta. Take care. But we have our work cut out for us. First things first, where can I maintain my weapons? To the anvil, Lord Arcanum. Lord Arcanum. Lothar, Lord Arcanum. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Das ist unser Stützpunkt. Hier werden wir Dinge tun, von denen unsere kühnsten Träume uns nicht den Weg zu ließen. Und diesmal jetzt in unseren Händen gehalten wird. Ich bin gespannt, welche Features uns diese Posten noch bietet. Aber das muss bis zum nächsten Mal warten. Es reicht erstmal für heute. Den glorreichen Abschluss holen wir uns hier in dieser Mitte. Inmitten dieser pompösen Statuen. Ja, Lothar, Lord of Arcanum. Oder so. Lothar reicht auch. Gefällt mir. Ab zu atmen. Wir haben zwei Hände. Eine große Waffe. Eine Handvoll Waffenauswahl. Und eine Fackel. Im Dunkeln treten wir auf jeden Fall den Gegnern entgegen. Und ich finde es gut.
was sie daraus gemacht haben. Warhammer als Strategiespiel war ja schon so schon top und jetzt als Action-Adventure nach Vermintide. Super Idee. In VR, muss man dazu sagen. Ein guter Schritt. Wir werden sehen, ob die Story auch im Verlauf gut sein wird, ob es meinen Erwartungen übertrifft. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Anderen Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.